So, hallo zusammen. Ich begrüße euch hier zu Battlefield Armored Kill. Ich werde heute mal ein bisschen 20 Minuten Tal des Todes spielen und ich hoffe, ihr kriegt einen Einblick. Ich werde ab und zu meinen Senf dazugeben und sonst wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ich bin hier mitten in ein Spiel reingejoint. Wie man sieht, ist es wirklich eine relativ düstere Map. Ich habe meine Spieleinstellungen halt so, dass das alles ziemlich hell ist. Hier sieht man das altbekannte Quad. Ein sehr effektives Transportmittel auf den neuen Karten, wie ihr dann später in den späteren Videos auch noch sehen werdet. Man sieht auch, dass ich schon wirklich lange nicht mehr Battlefield gespielt habe, dafür entschuldige ich mich. Aber ich denke, man kriegt doch 1-2 Kills dann zu sehen, obwohl ich mehrmals sterbe, anstatt ich Kills mache. Aber es geht ja hier auch darum, dass man die Map sieht. Oben sieht man übrigens die AC-130, also der Gunship genannt in diesem Spiel. Sieht ganz fett aus. Jetzt zeige ich euch ein bisschen die Karte. Achtung, das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert. Over. Das ganze Kartendesign finde ich halt sowieso immer geil bei Battlefield. Die Flares vom Gunship, die sehen auch sehr nice aus. Das ist auch geil. Ja, das macht Battlefield halt auch aus. Ein Gegner, der zu fliegen kommt. Ja, wie man auch sieht, ist es wirklich bei den Karten, oder jetzt speziell bei der Karte so, dass wenn man kein Fahrzeug hat, hat man relativ lange Laufwege, wie man ja auch sehen kann. Und normalerweise spiele ich auch eher die Support-Klasse und nicht die Pionier-Klasse, weil, ich weiß nicht, mir geht relativ schnell immer die Munition aus. Und jetzt aber hier auf den Armory Kill Karten ist es halt schon so, dass man mit der Pionierklasse sich am besten verteidigen kann, weil man sieht schon am meisten Fahrzeuge und nicht mehr so viele Fußsoldaten. MG-Schütze gesichtet. Feindlich in eurem Gebiet. Over. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ja, hier versuche ich gleich mal das Gunship runterzuholen. Mal gucken, wie viel Erfolg ich dabei habe. Und vor allem sehen wir mal, wie viele Eagles das Gunship so ungefähr aushält. Also das war schon mal ein Hit. Das war die zweite Eagler. Auch ein Hit. Jetzt kriege ich noch ein bisschen Hilfe von dem Flugzeug. Also ich denke, 3 bis 4 Eagles sollten eigentlich reichen für das Ganze. Ich schätze mal eher, dass es 4 sein werden. Ja, da habe ich total die Übersicht verloren. Aber eben, wie gesagt, ich habe halt Battlefield auch schon relativ lange nicht mehr gespielt. Und vor allem auf den neuen Karten bin ich sowieso eher ein bisschen am Anfang am gucken, wie das alles aussieht und wie man das alles spielen könnte. Hier schon wieder, hier war ich auch wieder total überrascht. Gehe sogar kurz in Guide rein.
Einsatzziel, das Sie angreifen müssen. Einsatzziel gesichert. Over. Mal mit dem Quad so vom einen Eck bis zum anderen fahren. Dass man auch mal noch ein bisschen den Rest der Karte sieht. Und hier vorne werde ich euch dann auch was Neues zeigen, sobald ich hier die Flanke erobert habe. Achtung, in eurem Gebiet wurde ein feindlicher Panzerjäger gesichtet. Over. Wieder das Gunship ein bisschen bearbeiten. Ich weiß doch nicht genau, ob es überpowered ist oder ob es wirklich Sinn macht, dieses Gunship. Also momentan ist es einfach so, dass wirklich immer alle bei diesem Gunship campen und ja, dass eigentlich die ganze Action immer da auf dieser Flagge, wo das Gunship ist, abgeht. Man sieht hier jetzt links im Bild auch die Flagge jetzt geradeaus. Bei C ist es, sieht man das kleine Gunship. Bei dieser Flagge muss man stehen bleiben, die einnehmen, und dann weiß ich auch noch nicht ganz genau, was man machen muss, damit man ins Gunship reinkommt, weil ich hatte leider noch nicht die Ehre, damit zu fliegen. Aber da werde ich dann sicher auch noch ein Video drüber machen. Ja, das ist die nächste Neuerung, die ich euch hier zeige. Man kann Truckerfahrer sein. Das finde ich ganz schön geil. Schön mit Armaturen und dann schöne Ladung. Und das Ding ist sauträge zu fahren, aber macht richtig Spaß. Verdammt, das Einsatzziel ist weg! Over! Das ist halt sowieso auch geil, dass man die Lenkbewegungen sieht bei diesem Spiel und sowieso die ganzen Animationen. Ja, da hat sogar mal noch ein Teammate ein bisschen was gesagt. Jetzt bin ich ja wieder bei der C-Flagge, hier ist eigentlich immer am meisten los. Weil wie eben, wie ihr seht, rechts vom C sieht man das kleine Gunship. Jetzt sieht man mal schön die Flares, die sehen ganz schön geil aus. Die Flares sehen echt geil aus, die sind ganz geil gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so spät geschossen habe. Ja, das hat den Spawn auch wieder ganz gut ausgesucht. Direkt vom Little Bird. Das passiert mir auch sehr häufig in diesem Spiel, aber naja. Ich glaube, jetzt nehme ich mal einen Flanky. Oder einen Flanker. Flanker-I. Scheiße! Oder wie auch immer. Einsatzziel verloren. Kommt schon. Holt euch zurück. Und der wird mal ein paar Mal so ein bisschen über die Map drüber fliegen. Damit man die auch mal ein bisschen von oben sieht. Der ist schon kaputt. Saubere Arbeit! Das Einsatzziel wurde erobert! Ja, ist ganz schön cool Design, so mit der Brücke, dem Wald etc.
Was übrigens auch noch neu ist, wie man links über der Minimap sieht, hat man hier 5 Flaggen und nicht 4. Achtung! Ein feindlicher Jet wurde vor dem Einsatzgebiet gesichtet. Drückt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Also man hat eigentlich noch mehr zu tun. Und ich bin auch schon wirklich gespannt, wenn ich das mal im Squad spiele, mit ein paar Freunden oder so, wie es hier Teamplay-mäßig aussieht auf den Karten. Aber ich denke mal, dass das ganz schön abgehen wird. Ja, da habe ich leider nicht durchgepasst, aber man kann es ja mal versuchen. Verflucht, wir haben gerade das Einsatzziel verloren. Ich bin natürlich wieder allein gelassen. Sieht alles laufen. Mal wieder ein bisschen eine andere Waffe nehmen. Wieder mal ein Fortbewegungsmittel, damit geht schon einige schneller. Ja, ganz geil die Flares da oben. Also atmosphärisch ist es wirklich geil mit dem AC-130. Oder Gunship, Entschuldigung, ich bin mich da ein bisschen gewohnt vom Call of Duty. Achtung, das Einsatzziel wurde erobert. Saubere Arbeit, Männer. Over. Ja, jetzt schießt genau dieses eben genannte Gunship auf uns. Dem hab. Ja, da gemessert. Und seine Kumpels sind auch schon da. Ja, ich habe schon relativ viel gelaufen, so ohne Fahrzeug. Scheiße, wir haben das Einsatzziel verloren. Over. Aber hier haben wir ja wieder eins.
Das probieren wir doch gleich mal aus. Okay, Endspurt! Wir haben alle Einsatzziele verloren! Das ist unsere letzte Chance und sind wir alle erledigt! Okay, sieh nicht mit mir! Gleich von hinten kommen. Achtung an alle Einheiten. Wir haben das Einsatzziel erobert. Wir haben das Einsatzziel erobert. Over. Hopp und weg. Ja, ein bisschen versuchen, Flugzeuge abzuschießen. Das mache ich ganz gerne, weil zum Teil hittet man wirklich. Wenn man hittet, ja, dann ist es halt dann ein Kill. Teil bin ich wirklich noch mit der Steuerung ein bisschen, muss ich zuerst wieder ein bisschen reinkommen. Die Flares im Hintergrund. Echt geil. Ich noch. Oh, da vorne auf der Rücke ist doch auch ein neues Fahrzeug. Jo. Das werde ich euch dann in einem anderen Video mal zeigen, weil leider sind die 20 Minuten hier schon gleich um. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit allen anderen Videos. Tschüssi!